Willkommen bei Schlesien Journal. Der erste Sonntag im Juni ist bei vielen Oberschlesiern der Tag, an dem sie auf den St. Annaberg pilgern, und zwar zur Wallfahrt der Minderheiten. In diesem Jahr feierten die Pilger mit dem Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. Der erste Junisonntag ist für viele Oberschlesier seit Jahren ein besonderer Tag, denn dann kommen Mitglieder der Minderheiten aus der Region auf den St. Annaberg, um gemeinsam zu beten. Auch diesmal war es nicht anders. Unter den etwa 2000 Pilgern waren vor allem Menschen, die quasi am Fuß des Heiligen Berges wohnen. Es ist eine wichtige Sache für uns, dass wir in Schlesien geboren sind, unsere Tradition pflegen und dass wir auch sorgen, dass die Nachkommen auch nach unserem Beispiel daher kommen. Jest to miejsce, które łączy w sobie kultura nie tylko niemiecką, śląską, polską. Jest to nasza babcia Anna, do której warto przyjść i do której wręcz trzeba przyjść, bo tu jest serce tej naszej śląskiej ziemi. Die Wallfahrt der Minderheiten ist aber auch für die heute im Ausland lebenden Oberschlesier ein Grund, ihre Heimat zu besuchen. So tun es unter anderem die Mitglieder der Landsmannschaft der Oberschlesier aus München, die es sich nicht nehmen ließen, mit ihrer Fahne und in Tracht gekleidet die Wallfahrt zu besuchen. Es ist wichtig für uns, die hier irgendwann aus den Gebieten stammen, hier geboren worden sind, hier wieder mal an Annaberg gemeinsam mit allen Minderheiten zu beten. Ist uns wichtig, dass wir uns nicht jetzt in Vordergrund stellen, aber wir müssen wissen, dass wir gemeinsam in der Gemeinschaft gehören. Deswegen kommen wir hier. Aber auch unter den offiziellen Gästen gibt es solche, die einen langen Weg auf sich nehmen, um auf dem St. Annaberg mit der deutschen Minderheit gemeinsam zu beten. So ist es beim deutschen Botschafter in Warschau, Rolf Nickel, der während seiner diplomatischen Mission bereits zum dritten Mal an der Wallfahrt teilgenommen hat. Ich freue mich jedes Mal hier zu sein, weil es mir Gelegenheit gibt, die Menschen vor Ort zu treffen, über ihre Probleme zu reden, mit ihnen die Messe gemeinsam zu feiern und zu schauen, wie die Bundesregierung, wie wir, die Botschaft, unseren deutschen Landsleuten hier in Oberschlesien helfen können. Zentraler Punkt der Wallfahrt ist natürlich der Festgottesdienst in der Lourdesgrotte, der in diesem Jahr nicht nur vom Oppelner Bischof Andrzej Czaja zelebriert wurde, sondern auch vom Bamberger Erzbischof Ludwig Schick. In seiner Predigt hatte er vor allem eine Botschaft an die Versammelten. Bleibt auch bei eurer Tradition, bei eurer Kultur, denn unsere Welt ist dann schön, wenn sie bunt ist. Und die verschiedenen Ethnien, Kulturen, die machen unsere Welt bunt. Die Minderheiten und auch die Mehrheiten sind ein Geschenk Gottes. Und das sollten wir bewahren, das sollten wir feiern. Und dann wird unsere Welt auch in Zukunft eine gute, humane bleiben. Erzbischof Schick unterstrich auch, dass der Umgang mit Minderheiten ein Symbol für die Offenheit einer Gesellschaft ist. Die Sensibilität für Minderheiten, die muss wachsen. Denn nur so werden wir auch mit der Globalisierung unserer Welt zurechtfinden. Und wenn wir jetzt hier am Annaberg uns um die Minderheiten in Polen, also die Schlesier, die Roma etc. kümmern, dann weitet das unseren Blick für die Minderheiten insgesamt. Das ist ganz wichtig. Die Pilger wie auch die Organisatoren der Wallfahrt freuen sich schon heute auf das kommende Jahr, wenn die Minderheiten wieder am 1. Junisonntag den Heiligen Berg der Oberschlesier aufsuchen werden. Nach dem Gottesdienst in der Lourdesgrotte begann beim Pilgerheim das Festival der Kinder- und Jugendgruppen der deutschen Minderheit. Die Wallfahrt endete mit einer Nachmittagsandacht in der Basilika. Und nun wechseln wir das Thema. Ein Blick durch die Gardine. Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und des Leobschützer Kreises ist der Titel einer Publikation. Diese handelt vom Landkreis Neustadt und den umliegenden Ortschaften. Vor einem Jahr wurde sie in der polnischen Sprache herausgegeben. Am 31. Mai wurde in Friedersdorf die zweisprachige deutsch-polnische Ausgabe der Publikation präsentiert. Zur Präsentation der zweiten Auflage des Buches »Ein Blick durch die Gardine – Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und des Leobschützer Kreises« wurde in die Pfarrscheune nach Friedersdorf geladen. Mit einem kulturellen Programm wurde auf die Präsentation des Buches eingestimmt. Zahlreiche Besucher nahmen dieses Angebot wahr. Wir haben mit vielen Gästen gerechnet, aber dass so viele Menschen kommen, haben wir nie gedacht. Und deswegen freuen wir uns auch sehr. Für mich ist das auch eine Bestätigung und für die anderen Mitautoren dieses Buches, dass das wirklich ein Thema ist, dass die Leute das lesen wollen. Ne?
1948 waren 59% der Bevölkerung des Neustädter Landkreises Einheimische, 21% Umgesiedelte aus dem Osten und 14% aus Kleinpolen. Die deutsche Bevölkerung aus Neustadt wurde sofort ausgesiedelt. Anders war es in den um die Landkreishauptstadt umliegenden Ortschaften. Dort wohnten die Deutschen und die aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten Umgesiedelten oft eine Zeit lang in demselben Haus. Dieses Zusammenleben führte dazu, dass sich manche Traditionen vermischten. Jeśli nałożymy na siebie te dwie relacje, śląską i kresową, to okazuje się, że mamy wiele wspólnych mianowników, gdzie obrzędowość, tradycje, ta w ogóle kultura niematerialna się przenikała. I to jest też fenomen śląskości. Tak jak o czym mówił ksiądz arcybiskup Alfons Nosso, to, że wierzymy inaczej, nie znaczy, że wierzymy w innego Boga. Podobnie jest tutaj, na Śląsku. Mamy wiele kultur, wiele pierwiastków, ale są te elementy wspólne. Kościół, tradycja, rodzina, dom, kuchnia, gardinka, przez którą patrzymy, zaglądamy i coś chcemy z tego życia dla siebie zachować. Das Buch Ein Blick durch die Gardine ist eine Wissensquelle über das nichtmaterielle Erbe des Neustädter und des Leobschützer Landes. Ein innovativer Ansatz ist, dass in dem Buch sowohl einheimische Oberschlesier als auch die aus Kleinpolen und den ehemaligen polnischen Ostgebieten Umgesiedelten zu Wort kommen. Unter den Autoren sind auch Zeitzeugen, die sich an die Nachkriegszeit erinnern und aus erster Hand über die Hochzeit, Oster- oder Weihnachtsbräuche berichten. Bei der zweiten Auflage bemühte sich Ruzsas Gorzelska, dass das Buch nun in zweisprachiger Fassung erscheint. Die Finanzierung dafür kam von einem EU-Projekt. Wenn es sich ergab, dass wir die Finanzen für das nächste Buch bekommen, da habe ich festgestellt, wir geben das Buch zweisprachig aus, weil dieses Thema ist sehr wichtig, nicht nur für uns, die hier in Schlesien geblieben sind und leben, für uns Schlesier, aber das Buch ist wichtig auch für die Menschen, die hier nach 1945 gekommen sind. Und aus meiner Sicht ist das Buch auch sehr wichtig, geschichtlich, für die Nachkommen der Familien, die aus Schlesien vertrieben worden sind. Bei der Buchpräsentation gab es die Möglichkeit, die an dem Buch wirkenden Personen kennenzulernen. Der Schwerpunkt des Treffens waren Hochzeitsbräuche. Wojciech Dominiak und Ruzsas Gorzelska zogen hierzu die traditionelle schlesische Hochzeitstracht an und erzählten, wie es damals vor und während der Hochzeit war. Diese Geschichten kann man auch in der Publikation nachlesen. Das Buch Ein Blick durch die Gardine, Multikulturalität in Oberschlesien anhand des Neustädter und des Leobschützer Kreises, erschien in zweisprachiger Fassung in 500 Exemplaren. Dieses Buch finden Sie in den Bibliotheken der Oppelner Region zum Ausleihen. Zum Schluss noch eine Nachricht im Schlesien-Journal. Das erste gemeinsame deutsch-polnische Geschichtsschulbuch ist da. Im regionalen Zentrum für Bildungswesen wurde Geschichtslehrern und Lehrern von Geschichte und Kultur der deutschen Minderheit das Lehrwerk Europa, unsere Geschichte vorgestellt. An diesem Geschichtsbuch haben gemeinsam polnische und deutsche Historiker gearbeitet. Es ist das zweite Geschichtsbuch in Europa, das in einem Ländertandem erarbeitet wurde. Die Idee, dass Deutsche und Polen gemeinsam ein Geschichtsbuch entwickeln, entstand bereits in der Zwischenkriegszeit. Es gab da schon die ersten Treffen von Historikern. Die Idee wurde 2008 neu aufgegriffen und die ersten zwei Teile sind da. Ta książka generalnie ma dwa zadania. Znaczy, z jednej strony jest taką próbą pokazania, że polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie historii jest możliwa, że bardzo wiele wydarzeń, które do tej pory uważaliśmy, że nas dzielą, tak naprawdę nas łączą. Chociaż oczywiście patrzymy na nie z różnej perspektywy. I to jest jak gdyby jedno zadanie. Natomiast drugie zadanie to jest pokazanie uczniom w Niemczech, ale też w zasadzie w całej Europie Zachodniej, że istnieje coś takiego jak historia Europy Środkowej czy historia Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczy, odchodzimy od pewnego rodzaju westernizacji narracji historycznej na Zachodzie, a nasi uczniowie z kolei, uczniowie w Polsce, mają możliwość poznania takich zagadnień z dziejów Europy Zachodniej, które do tej pory nie były przez nich w podręcznikach omawiane, czy nie mieli możliwości się z nimi zapoznać na lekcjach w szkole. Die zwei weiteren Teile des Lehrwerkes sollen in zwei Jahren erscheinen. Die polnischen und deutschen Historiker arbeiten daran. Das Lehrwerk ist in deutscher und polnischer Fassung erschienen und kann schon jetzt als Stütze im Unterricht benutzt werden.
Nachdem das polnische Bildungsministerium das Lehrwerk positiv beurteilt, kann mit dem Buch in der Grundschule offiziell unterrichtet werden. Das war's für heute. Uns gibt es in einer Woche wieder. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.